So, mit reichlich Verspätung. 25 Meilen nehmen Sie die Einfahrt voraus, dann links halten. Mit reichlich Verspätung machen wir uns auf den Weg jetzt nach Gardena, hoffentlich ohne Zwischenfälle oder Unfälle. Heute Shooting mit Mike Nephew. Mit Mike Nephew habe ich noch nie gearbeitet. Der hat früher, beziehungsweise macht immer noch das Ironman Magazin zu größten Teilen. Das war früher der, nicht Ableger, sondern der, die Quelle für die Sportrevue hauptsächlich. Also so in meiner Anfangszeit in den 90ern, da war eigentlich die komplette Sportrevue immer voll mit Bildern von Mike Nephew. Und hat irgendwie, kam es nie zu einer Zusammenarbeit bis jetzt, und diesmal hat Tom Platz mich empfohlen, und die kennen sich logischerweise seit 100 Jahren wahrscheinlich, und ja, jetzt shoote ich das erste Mal mit ihm. Bin ich mal gespannt, was da so rauskommt. Wir müssen ein Stückchen fahren, 10 Meilen ungefähr von unserem Apartment aus, und ja, Daumen drücken, dass wir ankommen. Was erwartest du vom Shooting? Was meinst du, was kommt heute auf dich zu? Es gibt ja so manche berühmten, guten Fotografen, die aber doch, kennst du selber, die hardcore-mäßig bei Fotoshootings unterwegs sind. Kann da immer ein langer, schöner Tag werden? Ja, also ich habe mal mit Alex Adenti einen Shoot gehabt am Strand. Abgesehen davon, dass es am Strand war und Timea Majorova fast nichts anhatte dabei, war das auch sonst ganz angenehm und total locker. Ja, also nur so ein bisschen Posing gemacht und guck mal so, und der war ziemlich schnell. Mit Robert Reeves sieht das ganz anders aus, wenn man so Instructional Shoots macht, also so bestimmte Übungen vorstellen will. Das sind dann meistens so 6, 7, 8, 9, 10 Übungen am Tag. Das geht dann wirklich 10, 12 Stunden lang. Und Instructional Shoots sind natürlich auch sehr anstrengend, kann man sich vorstellen, wenn man jetzt irgendwie eine Hantel oder Kniebeugen macht oder Kreuzheben macht und zum Beispiel die Endposition macht und man sitzt da in der Hocke. Auch wenn es Fakeblades sind, man legt das Ding, damit es schön aussieht, immer noch 90 Kilo oder so. Und dann sitzt man da an der Hocke und dann stellen die am Licht rum und noch einen Moment und dann wird noch irgendein Filter verstellt und dann ist der Blitz zu stark, zu schwach, dann soll man nochmal anders schauen und dann sagt einer, ja, dein Rücken ist aber ein bisschen krumm, das muss alles perfekt sein für die Bilder. Das ist extrem anstrengend. Das Ganze versucht man natürlich dann halbwegs in guter Form zu machen. Das heißt, man ist ein bisschen entwässert, man isst wenig, damit der Bauch auch flach ist. Zum Beispiel bei Kniebeugen kann sich ja mal jeder darauf konzentrieren, der Kniebeugen macht, dass man gleichzeitig noch den Bauch anspannt, damit der auch schön aussieht und man gleichzeitig noch einen bestimmten Gesichtsausdruck hat. Das ist mitunter sehr, sehr anstrengend. Während so Covershoots, was eigentlich das Coolste ist für einen Athleten, wenn er ein Cover bekommt, die werden eigentlich einfach so zwischendurch mal gemacht. Ja? Also wenn man eine Übung fertig hat und heißt dann, ja, macht aber noch 2, 3 Posen, das kommt dann meistens aufs Cover. Und wo jetzt Mike Nephew da einzusortieren ist, keine Ahnung. Ob eine attraktive Bikini-Frau anschleppt und an den Strand geht oder ob wir im Fotostudio sind. Oder ob der jetzt irgendwelche Übungen machen möchte, keine Ahnung. Große Überraschung also. Große Überraschung, ein bisschen amerikanischer Stil halt. Ich glaube, wenn ich nicht gefragt hätte, wann wir kommen sollen, dann wüsste ich noch immer keine Uhrzeit. Ganz locker halt alles so vereinbart und schauen wir jetzt noch, was rauskommt. Er kennt mich ja auch noch nicht, also vielleicht hat er Bilder gesehen oder halt die Empfehlungen vom